Mein Stuhl knarzt. Jetzt, wo ich es will, knarzt er nicht. Verdammt. Herzlich willkommen in Finchys Welt zu, jetzt knarzt er wieder, zu einem neuen Tag-Video. Seit langem gibt es mal wieder ein Tag. Es war ja damals eine Zeit lang, wo es wirklich nur Tags gab und dann ist das so ein bisschen abgeflacht und jetzt bin ich ganz froh, dass es mal wieder ein Tag gibt, denn ich beantworte Fragen eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. Und diesmal ist es ein Tag über YouTube generell oder vielmehr wie YouTube sein sollte. Gestartet wurde das Ganze, glaube ich, vom Toypimp. Das Video verlinke ich unten in meiner Videobeschreibung und ich wurde getaggt von Chris, vom Dark Shadow, meinem Namensvetter. Sein Video verlinke ich auch unten mal, da könnt ihr gerne mal auf seinen Kanal gucken und euch umgucken. Es ist noch ein sehr junger YouTuber, auch noch ein relativ kleiner Kanal und ja, wäre ja cool, wenn ihr da mal rumguckt und vielleicht was für euch findet und ein Abo dalasst oder was auch immer. Ja, wir fangen an mit... Es fängt an zu regnen. Oh nein. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Was hat dich dazu inspiriert, mit YouTube anzufangen? Ich habe damals angefangen, in einem Trophäenforum aktiv zu sein, als ich halt Trophäen gesammelt habe. Klar, warum sollte man sonst da aktiv sein? Und ich habe da einen Platinregentag geplant. Habe ich schon ein paar Mal von berichtet. Und ja, das Ganze habe ich halt auf Video festgehalten und habe das dann hochgeladen. Erstmal nur mit dem Gedanken, oh, ich zeige den Leuten da meinen Platinregen, den ich an einem Tag geholt habe. Dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich ganz cool ist, weil mehrere Leute diesen Platin-Regentag auf Video festgehalten haben, diese Sachen im Hintergrund einfach laufen zu lassen, während sie da reden, was sie spielen, während ich selber irgendwas spiele. Und so kam ich dann mit der Zeit auf andere Kanäle, wie zum Beispiel Rainer Schauder, der Bumbi, das war eines der ersten Videos, die ich dieser Art damals gesehen habe, seine große God of War 1 Nacht war das, glaube ich, die er mit seinem Kumpel da gemacht hat, mit Facecam und Gameplay an, das fand ich sehr cool. Und die Frau Zimmi und der Yetivin. Das waren so die ersten vier unserer YouTube-Community in der Community hier, die ich mir angeguckt habe. Und die haben mich quasi auch dazu inspiriert, YouTube zu machen. Mittlerweile gibt es von denen ja leider nur noch, das hört sich jetzt doof an, aber es gibt nur noch einen momentan, der einer Shouter, der ab und zu ein Video macht. Und da stimmt gar nicht, die Zimmi macht ja auch noch Videos, aber halt alle sehr unregelmäßig und relativ selten. Dafür freue ich mich umso mehr, wenn eins kommt. Yetivin macht leider keins mehr, Bumbi ist auf Twitch umgezogen und das waren halt so die, die mich inspiriert haben, da selber mit anzufangen, weil ich dachte, vor die Kamera setzen, Unsinn reden und dabei was spielen, das kannst du auch. Und ja, mittlerweile sieht man ja, was daraus geworden ist. Ich mache das Ganze jetzt über 2 Jahre. Weit über 2 Jahre. Jo, zweitens, was war dein Ziel auf YouTube, als du angefangen hast? Ja, ganz am Anfang habe ich natürlich gedacht, boah, krass, da gehst du direkt mit den Abonnenten nach oben und bla und... Aber natürlich ist das sehr unrealistisch, da muss man schon supported werden mittlerweile, damit man da gut vorwärts kommt. Und am Anfang war es halt schwierig, in diese kleine Clique hier so reinzukommen, weil halt da auch schon viele länger dabei waren, sich schon gut kannten und dann muss man als Neuling immer erstmal da reinkommen irgendwie. Und dann habe ich mein Ziel, das heißt, es war sowieso nie mein Ziel, dass ich da groß werde, ziemlich schnell, aber es war halt so der Gedanke, den ich hatte. Mein Ziel war es einfach nur, auch solche Videos zu machen. Mit Facecam und ein bisschen spielen, so eine Art Let's Play, aber mehr als Review und fand ich ganz cool und wollte halt auch Spiele vorstellen. Das war so mein erstes Ziel damals. Drittens, was nervt dich an YouTube generell? Was nervt mich an YouTube? Eigentlich nervt mich an YouTube fast gar nichts. Manche Kommentare nerven ein bisschen, weil es halt viele Leute gibt, die einfach nicht nachdenken und doof, ja, irgendeinen Unsinn kommentieren und vielleicht auch das Video gar nicht richtig geguckt haben oder die den Inhalt davon gar nicht verstanden haben und dann irgendwie irgendeinen Unsinn kommentieren. Und was mich an YouTube manchmal auch stört, sind Leute, die nur provozieren wollen mit ihrem Kram. Gut, das stört mich aber nicht nur bei YouTube, das stört mich generell. So. Viertens, was würdest du an YouTube verändern, wenn du könntest? Eigentlich nichts. Ich würde diese GEMA-Scheiße aufheben. Das ist wirklich für jeden... Warum ist hier so viel Staub? Weil wirklich, sobald man nur irgendwie ein kleines Lied irgendwie mal einspielt, dann kommt sofort zeig in die Fresse und Urheberrechtsverletzung und keine Ahnung. Das würde ich wegmachen. So. Oder halt, dass man irgendwie einen kleinen Beitrag bezahlt und das dann machen darf. Das wäre ja auch schon was. Würde ich auch machen, wenn das irgendwie... Weil ich bezahle ja sowieso GEZ. Ne?
keine Ahnung, vielleicht könnte man sowas das mit hier einbinden. Das wäre eine coole Sache, aber da YouTube ja nun ein amerikanisches Unternehmen ist und zu Google gehört, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Fünftens, denn YouTuber als Vorbild gibt es eigentlich keinen. Klar lässt man sich immer mal wieder inspirieren. Wie gesagt, am Anfang war es halt so, diese Clique um Rainer Schauder, Zimmy, Yetivin und Bumbi mit ihrem Facecam-Ding und so. Das habe ich mir damals halt abgeguckt und ja, man kriegt immer mal wieder Inspirationen von anderen Kanälen, aber jetzt wirklich ein Vorbild habe ich dann nicht unbedingt. Nö, gibt's eigentlich keins. Das Einzige, was ich sehr, sehr cool finde, was ich wirklich mal feier, ist vom ProNoob 2K die Videobearbeitung mit Schnitt und keine Ahnung alles mit Facecam mal hier, mal da und Spiegelung und keine Ahnung. Das ja ist schon, ich will es nicht als Vorbild betiteln, aber das ist schon was ich sehr beeindruckend finde, was er da immer macht. Und vor allem hat er das ja ziemlich von Anfang an gemacht. Es ist ja nicht so, dass er wie ich jetzt über 2-2,5 Jahre hier Erfahrung sammelt und immer andere Bearbeitungsmöglichkeiten nutzt, sondern er hat das ziemlich von Anfang an so gemacht mit dieser krassen Bearbeitung, was ich cool finde. Sechstens, deine Top 5 YouTuber des Jahres. Ja, ich zähle sie sowieso eigentlich immer auf. Ihr könnt auch auf meinem Kanal gucken, in die geht mein Handy. Ja, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich nass. Ich musste gerade kurz draußen was reinholen, was noch im Regen rumstand. Wo waren wir? Bei deine Top 5 YouTuber des Jahres. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch auf meinem Kanal gucken. Links in der Finchi empfiehlt Liste. Da stehen eigentlich so die drin, die ich am meisten gucke. Das ist natürlich an erster Stelle ProNoob 2K, Just Platinized mit dem Lord Avenger. Dann die Game Checkers, die ich momentan sehr feier. Und ja, wie immer halt, gute Laune Typ. Tendo TV gucke ich sehr gerne. Die verlinke ich euch unten auch alle in der Videobeschreibung. Aber ansonsten, wie gesagt, guckt einfach mal auf meine Finch empfiehlt ist. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept wegen diesem Scheiß da draußen. Naja. Siebtens, welche Art von Videos guckst du am liebsten? Ich gucke generell sehr gerne Vlogs und ich gucke auch sehr gerne solche Spielevorstellungen, die relativ lange dauern, weil ich meistens halt Videos gucke, in Anführungszeichen, wenn ich sie im Hintergrund laufen lasse, wenn ich irgendwas spiele. Bei Diablo 3 zum Beispiel bietet sich das an, denn da die Musik braucht man nicht wirklich oder den Ton. Deswegen ja, finde ich es immer ganz cool, sowas im Hintergrund laufen zu lassen, wenn es ein bisschen länger läuft. Natürlich Videos, die jetzt gut zusammengeschnitten sind und wo halt auch wirklich was gezeigt wird und. Wie zum Beispiel die News-Kategorie von Lord Avenger, Just Pointing Out. Die gucke ich mir immer so an, da macht es keinen Sinn, das im Hintergrund laufen zu lassen, weil sie erstens um die 10 Minuten geht, meistens ein bisschen kürzer und dann halt gut zusammengeschnitten ist und seine bescheuerte Art vor der Kamera, das muss man natürlich gucken. Da macht es keinen Sinn, das im Hintergrund laufen zu lassen. Aber wie gesagt, generell Vlogs über ein bestimmtes Thema oder einfach nur dummes Gelaber. Ich höre mir sogar manchmal meine dummen Gelaber, wenn es gerade nichts Neues gibt, was ich mir so anhören kann, lasse ich sogar mein dummes Gelaber von früher, also von vor ein paar Monaten mal im Hintergrund laufen und höre mir das an. Ja, deswegen, wie gesagt, so Labervideos, die relativ lange gehen, schaue ich mir sehr gerne eigentlich an. Achtens, schreibst du Drehbücher oder redest du einfach drauf los? Ja, brauche ich nicht zu sagen, ich rede einfach drauf los. Es gibt auch das ein oder andere Video auf meinem Kanal, wo ich ein Drehbuch bzw. einen Text vorgeschrieben habe, einen Off-Text oder sowas, aber das mache ich sehr, sehr, sehr selten. Bei den Kanalvorstellungen habe ich es mal kurz benutzt, aber eigentlich rede ich einfach drauf los. Ne? So mein Ding halt irgendwie. Neuntens, wie lange willst du noch YouTube-Videos machen? Ja, ist natürlich eine Frage, die man so nicht beantworten kann. Generell, solange ich Bock habe und solange ich auch Zeit habe vor allen Dingen. Denn ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich kann die Videos nur machen, weil ich auf Schichten arbeite, weil ich halt Früh- und Spätschicht im Wechsel habe. Und wenn ich dann Spätschicht habe, gehe ich hier runter in meine Garage, in meinen Aufnahmeraum und fange an Videos zu drehen. Und in der Frühschicht gehe ich halt so gut wie nie runter. Das heißt, sollte ich irgendwann mal einen Job haben, wo ich nur noch Frühschicht habe, dann wird das mit YouTube wahrscheinlich entweder komplett aufhören oder nur mal ganz, ganz selten ein Video kommen. Momentan sind es ja 1 bis 3 Videos die Woche, kommt halt drauf an, wie ich es schaffe. Das ist schon sehr viel für mich eigentlich. Ja, wie lange willst du noch YouTube-Videos machen? Solange ich Bock und Zeit habe, das kann man sich sagen. Zehntens, wen wirst du taggen? Ja, da ich ganz gerne nochmal so ein Video von Lord Avenger hören oder sehen würde, tagge ich den Lord. Dann tagge ich den Gute-Laune-Typ, weil von ihm auch relativ wenig kommt und ich möchte gerne mal so ein Laber-Video von ihm hören, so ein Frage-Beantworten-Video. Mal gucken, ob er es macht. Und dann tagge ich die Game-Checkers. Die drei Kanäle tagge ich
Und ich würde sagen, damit sind wir durch mit den 10 Fragen, beziehungsweise 9 Fragen eigentlich nur, weil wen wirst du taggen, sehe ich jetzt nicht als Frage. Ja, damit würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch die ganzen Fragen einigermaßen gut beantworten und meinen Standpunkt darüber bringen. Wie gesagt, YouTube ist ein Hobby, solange es Spaß macht. Und mir macht es momentan sehr viel Spaß. Ich bin mit der ganzen Plattform sehr zufrieden. Sehe ich da keinen Grund, irgendwann aufzuhören? Was rede ich hier eigentlich? Ich bin durcheinander. Naja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.